Hallo und herzlich willkommen bei Lana Luca. Ich bin Anki und ich zeige euch heute, wie ihr dieses süße kleine Regenbogenkissen selber nachhäkeln könnt. Eine schriftliche Anleitung dazu findet ihr auf meinem Blog lana-luca.com. Das Ganze habe ich euch unten in der Infobox auch nochmal verlinkt, also könnt ihr da auf jeden Fall vorbeischauen, um nochmal die schriftliche Anleitung genauer durchzulesen. Schreibt mir doch mal gerne unten in die Kommentare, ob ihr auch dem Regenbogenfieber verfallen seid und ob ihr euch noch weitere Anleitungen zum Thema Regenbogen von mir wünscht, zum Beispiel so ein Kissen in einer größeren Variante oder aber auch eine Makramee-Anleitung. Wenn euch meine Anleitung gefällt, dann würde ich mich sehr über einen Daumen hoch von euch freuen und auch über ein Abo. Und jetzt schnappt euch Wolle und Häkelnadel und los geht's! Ihr braucht für das Regenbogenkissen 3 verschiedene Farben Wolle. Ich habe jetzt hier Baumwolle und zwar in 3 verschiedenen Farben. Einmal das Weiße, das Blaue und dann noch so ein schöner Lilaton. Das Ganze häkel ich jetzt mit einer Häkelnadel der Stärke 3. Dann braucht ihr noch eine Schere, eine Stopfnadel und ganz, ganz wichtig, Füllwatte, weil wir wollen natürlich, dass unser Regenbogenkissen am Ende dann schön ausgefüllt ist. Ich verlinke euch nochmal alle Materialien unten in der Infobox. Wir fangen dann jetzt an mit einer Luftmaschenkette und zwar häkelt ihr jetzt als allererstes 10 Luftmaschen und diese Luftmaschenkette wird dann quasi als unser Zentrum fungieren. Also um diese Luftmaschenkette werden wir dann in den kommenden Reihen immer drumherum häkeln. Wenn ihr die 10 Luftmaschen gehäkelt habt, dann macht ihr jetzt noch eine zusätzliche, also eine 11. Luftmasche quasi, die jetzt als Wendeluftmasche gilt. Und jetzt arbeitet ihr in die vorletzte Masche rein, also in diese, und da macht ihr dann eure erste feste Masche rein. Wir arbeiten jetzt nämlich in festen Maschen und das ist dann jetzt die erste feste Masche, die ihr gemacht habt. Und jetzt geht ihr die komplette Luftmaschenkette entlang und macht in jede Masche eine feste Masche, bis ihr am Ende angekommen seid. Und da zeige ich euch dann, wie ihr die letzte Masche häkelt. So, ich bin jetzt hier am Ende angekommen. Ich habe jetzt 9 feste Maschen gehäkelt. Die letzte Luftmasche habe ich noch nicht behäkelt. Die ist jetzt noch nackt quasi. Und in diese häkelt ihr jetzt 3 feste Maschen rein. Das war jetzt die erste. Und dann stecht ihr in diese gleiche Luftmasche wieder ein. Macht da jetzt noch die 2. feste Masche. Und dann stecht ihr noch ein drittes Mal in dieselbe Luftmasche ein und macht dann eine 3. feste Masche rein. Das haben wir und jetzt häkelt ihr einfach an der anderen Seite der Luftmaschenkette wieder runter und zwar auch wieder 9 feste Maschen, also dass wir insgesamt dann 21 feste Maschen haben. Und ich häkel jetzt bei dieser Gelegenheit direkt den Anfangsfaden mit ein, dann brauche ich den später nämlich nicht groß vernähen. Das heißt, den habe ich dann immer auf der Häkelnadel drauf liegen und somit wird er dann die ganze Zeit mitgeführt und eben schön eingehäkelt. Wenn ihr jetzt auf dieser anderen Seite der Luftmaschenkette entlang häkelt, müsst ihr ein bisschen genauer schauen. Da sind die Maschen jetzt nicht unbedingt so gut zu erkennen, weil die eben jetzt spiegelverkehrt sind. Aber ich denke, das werdet ihr auf jeden Fall sehen, wo da die Masche ist. Hier kommt jetzt noch meine letzte feste Masche rein. Wenn ihr euch nicht ganz sicher seid, ob ihr jetzt alle Maschen behäkelt habt, dann einfach nochmal nachzählen. Wie gesagt, müssten das jetzt in dieser ersten Runde insgesamt 21 feste Maschen sein. Dann beginnen wir jetzt mit unserer zweiten Runde. Dafür macht ihr dann eine Luftmasche und wendet eure Arbeit. Und ganz wichtig noch vorneweg, wir nehmen jetzt in jeder Reihe jeweils 3 Maschen immer zu. Also in der letzten Reihe hatten wir ja dann 21 feste Maschen und in dieser Reihe haben wir dann am Ende insgesamt 24 feste Maschen. Ihr häkelt dann jetzt die ersten 9 Maschen erstmal ganz normal. Also in jede Masche kommt jetzt eine feste Masche rein und dann zeige ich euch gleich, wie das mit der Zunahme funktioniert. Wie ihr seht, habe ich jetzt meine 9 festen Maschen gehäkelt und die nächsten 3 Maschen,
die eben ganz oben an diesem Bogen sind, die werden jetzt jeweils verdoppelt. Also dann häkelt ihr einfach zwei feste Maschen jeweils in die nächsten drei Maschen rein. Das war jetzt meine erste Zunahme. Dann kommt die zweite, also die zweite Masche, in die ich jeweils zwei feste Maschen reinhäkel. Das war die erste feste Masche und jetzt gehe ich in dieselbe Masche nochmal rein und mache dort meine zweite feste Masche. Und jetzt kommt noch die dritte Zunahme. Dafür steche ich dann in diese dritte Masche rein, mache meine erste feste Masche und dann noch die zweite feste Masche in dieselbe Masche hinein. Jetzt bleiben euch noch 9 Maschen, die ihr hier übrig habt, und die häkelt ihr wieder ganz normal. Also jeweils immer nur eine feste Masche pro Masche. Am Ende könnt ihr dann die Maschen noch einmal komplett durchzählen, die ihr in dieser Reihe gehäkelt habt. Wie gesagt, müssen das dann jetzt in dieser zweiten Reihe insgesamt 24 Maschen sein. Das könnt ihr ja nochmal überprüfen. Und dann macht ihr eine Luftmasche, wendet dann die Arbeit. Und in dieser Reihe fangen wir jetzt mit diesen Verzierungen an. Also da haben wir jetzt unsere Picot-Maschen. Und die werden wir immer abwechselnd häkeln. Also wir haben immer eine feste Masche und dann eine Picot-Masche. Ihr fangt dann mit einer festen Masche an und die nächste Masche ist dann jetzt eine Picot-Masche. Dafür stecht ihr ein, so wie als wenn ihr eine feste Masche machen würdet. Aber jetzt macht ihr eine Luftmasche, dann noch eine zweite Luftmasche und noch eine dritte Luftmasche. Und jetzt holt ihr den Faden und zieht ihn durch beide Schlaufen durch. Dann habt ihr quasi so eine Mini-Luftmaschenkette gehäkelt und die könnt ihr jetzt ein bisschen nach außen drücken, dass die eben zu einer Seite rausguckt, und in die nächste Masche macht ihr dann jetzt wieder eine feste Masche und damit wird das Ganze so ein bisschen fixiert. Und wenn ihr es jetzt zur Seite dreht, dann seht ihr schon, dass da jetzt dieser Knüdel ist und das ist eben unsere Picot-Masche, die dann nach vorne hinaus sticht. Eine feste Masche habt ihr ja jetzt bereits schon gehäkelt, das heißt, die nächste Masche ist dann wieder eine Picot-Masche. Da macht ihr dann wieder diese Mini-Luftmaschenkette aus drei Luftmaschen. Das ist die dritte Luftmasche und jetzt holt ihr den Faden und zieht ihn durch beide Schlaufen durch. Dann wieder nach vorne rausschieben. Achtet auch darauf, dass es dann immer zur gleichen Seite raussticht. Danach kommt dann wieder eine feste Masche in die nächste Masche und danach die nächste ist dann wieder eine Picot-Masche. Also das macht ihr wie gesagt jetzt immer im Wechsel und zwar häkelt ihr jetzt erstmal die ersten 9 Maschen aus der Reihe in diesem Schema genauso weiter. So, ich habe jetzt die ersten 9 Maschen immer im Wechsel gehäkelt. Einmal eine feste Masche und danach dann eine Picot-Masche. Und die 9. Masche war dann jetzt wieder eine feste Masche. Jetzt fangen unsere Zunahmen wieder an und die verhalten sich genauso wie wenn wir in Kreisen häkeln. Wir haben ja in der letzten Reihe alle oberen 3 Maschen verdoppelt und in dieser Reihe verdoppeln wir nur jede 2. Masche. Ihr macht dann jetzt also wieder eine Picot-Masche als nächste Masche. Und die nächste Masche, die wird dann jetzt verdoppelt, da ist dann jetzt unsere Zunahme, aber die häkeln wir genau nach dem gleichen Schema weiter. Also da machen wir jetzt dann erstmal eine feste Masche rein. Und danach stecht ihr dann in diese selbe Masche wieder ein und macht dann eine Picot-Masche rein. Die nächste Masche wird wieder einfach gehäkelt, also da häkelt ihr dann eine feste Masche rein. Und danach haben wir dann wieder eine Zunahme
Das bedeutet, dass ihr dann zunächst eine Picot-Masche in diese nächste Masche reinmacht und danach dann in dieselbe Masche nochmal einstecht und dann eine feste Masche reinhäkelt. Die nächste Masche ist wieder nur einfach. Hier ist jetzt wieder die Picot-Masche dran. Und danach haben wir dann unsere letzte Zunahme aus dieser Reihe. Dafür macht ihr dann in die nächste Masche eine feste Masche rein und danach stecht ihr in dieselbe Masche nochmal ein und macht dann eine Picot-Masche. Und wie gesagt, haben wir dann immer in jeder Reihe eine Zunahme um 3 Maschen. In der letzten Reihe hatten wir ja 24 Maschen, deswegen haben wir dann jetzt in dieser Reihe 27 Maschen. Die restlichen 9 Maschen aus der Reihe häkelt ihr jetzt ganz normal wieder in diesem Schema. Eine feste Masche, eine Picot-Masche, immer im Wechsel, bis ihr am Ende angekommen seid. Ich bin dann jetzt hier bei meiner letzten Masche der Reihe angekommen. Das ist eine feste Masche, die jetzt hier noch gehäkelt wird. Und jetzt kommen wir zu unserem ersten Farbwechsel. So sieht das Ganze dann bis jetzt aus. Den weißen Faden könnt ihr dann jetzt auch schon abschneiden, also da arbeiten wir jetzt nicht mehr mit, den häkeln wir dann gleich wieder mit ein. Und dann könnt ihr euch jetzt eure zweite Farbe dazu nehmen. Das ist in meinem Fall jetzt hier dieser blaue Faden, also die blaue Wolle. Und zwar macht ihr dann einfach eine Anfangsschlaufe, stecht dann von vorne in diese letzte feste Masche rein. Nehmt dann die Anfangsschlaufe auf die Häkelnadel drauf und zieht die dann einmal da durch. Dann macht ihr eine Luftmasche und dann ist das Ganze nämlich schön fixiert. Und jetzt könnt ihr sowohl den Endfaden von dem weißen Faden als auch den Anfangsfaden von dem blauen Faden mit einhäkeln. In dieser Reihe häkeln wir jetzt wieder nur in festen Maschen. Und zwar häkelt ihr dann wieder ganz normal die ersten 9 Maschen ganz normal. Und danach habt ihr dann wieder eine Zunahme, aber das sage ich euch dann gleich, wie das gehäkelt wird. Ihr häkelt jetzt erstmal die ersten 9 Maschen, jeweils eine feste Masche. Ich habe jetzt meine 9 normalen festen Maschen gehäkelt und das wiederholt sich übrigens auch in jeder Reihe. Also die ersten 9 Maschen werden immer ganz normal gehäkelt. Und jetzt in dieser Reihe haben wir eine Zunahme in jeder dritten Masche. Dafür machen wir dann jetzt in die ersten beiden Maschen nochmal normal, nur jeweils eine feste Masche rein. Da ist jetzt die zweite. Und dann in die dritte Masche macht ihr jetzt eine Zunahme, also 2 feste Maschen. Das war die erste feste Masche, dann macht ihr noch eine zweite. In die nächsten beiden Maschen häkelt ihr wieder nur jeweils eine feste Masche rein. Und danach habt ihr dann wieder eine Zunahme mit 2 festen Maschen. Danach häkelt ihr wieder in die nächsten beiden Maschen jeweils eine feste Masche. Und dann habt ihr jetzt noch eure letzte Zunahme mit 2 festen Maschen. So, dann habt ihr jetzt noch 9 Maschen übrig und die häkelt ihr jetzt ganz normal mit festen Maschen ab. Also in jede Masche kommt jetzt eine feste Masche rein. Am Ende der Reihe habt ihr dann jetzt 30 Maschen gehäkelt. Das könnt ihr nochmal nachprüfen, nochmal nachzählen. Dann macht ihr wieder eine Luftmasche und wendet eure Arbeit. Und in dieser 5. Reihe haben wir wieder feste Maschen und Picot-Maschen im Wechsel. Ihr habt wieder mit einer festen Masche angefangen. Die nächste Masche ist dann jetzt eine Picot-Masche und das macht ihr jetzt jeweils wieder im Wechsel, bis ihr 9 Maschen gehäkelt habt. Ich habe jetzt hier meine 9 Maschen gehäkelt. Die letzte Masche war genau wie beim letzten Mal auch eine feste Masche. Und in dieser Reihe wird jetzt jede 4. Masche verdoppelt. Das heißt, die nächsten 3 Maschen werden jetzt noch ganz normal nach dem gleichen Schema wieder weiter gehäkelt. Eine Picot-Masche habe ich schon gemacht, dann habe ich jetzt noch eine feste Masche in die nächste gemacht. Dann die 3. Masche ist dann jetzt wieder eine Picot-Masche. Und jetzt kommt die erste Zunahme in diese 4. Masche.
Dafür macht ihr dann jetzt erstmal eine feste Masche. Und dann stecht ihr in dieselbe Masche nochmal ein und macht dann dort eine Picot-Masche rein. Die nächsten drei Maschen werden dann wieder jeweils einfach gehäkelt. Feste Masche und Picot-Masche dann im Wechsel. Und die vierte Masche wird dann wieder verdoppelt. Danach habt ihr dann die nächsten drei Maschen wieder einfach, jeweils immer im Wechsel, feste Masche und Picot-Masche. Und danach in die vierte Masche, da macht ihr dann eure letzte Zunahme rein. Zuerst kommt eine feste Masche und dann stecht ihr in dieselbe Masche nochmal ein und macht dann eine Picot-Masche. Und dann bleiben euch noch 9 Maschen übrig. Die häkelt ihr auch wie gewohnt jetzt wieder im Wechsel. Einmal eine feste Masche und einmal eine Picot-Masche. Und dann habt ihr am Ende der Runde zuletzt eine feste Masche. Und insgesamt habt ihr dann in dieser Runde jetzt 33 Maschen gehäkelt. Am Ende der Reihe macht ihr dann wieder eine Luftmasche und wendet eure Arbeit. Und in dieser Reihe werden wir jetzt komplett wieder nur in festen Maschen häkeln. Das heißt, ihr häkelt jetzt die ersten 9 Maschen erstmal ganz normal in jede Masche jeweils eine feste Masche rein. So, das habe ich jetzt hier auch schon gemacht. Und jetzt kommen unsere Zunahmen und in dieser Reihe werden wir jetzt jede 5. Masche verdoppeln. Das bedeutet, die ersten 4 Maschen häkeln wir jetzt jeweils noch einfach. Das ist die zweite, dann kommt jetzt noch die dritte feste Masche und die vierte und die nächste Masche wird jetzt verdoppelt. So, da macht ihr jetzt 2 feste Maschen in diese Masche rein. Die nächsten 4 Maschen häkelt ihr dann wieder einfach. In die 5. kommt dann jetzt wieder eine Zunahme rein. Dann häkelt ihr wieder 4 normale feste Maschen. Und dann kommt noch eure letzte Zunahme der Runde. Jetzt bleiben euch noch 9 Maschen übrig und die häkelt ihr auch ganz normal mit festen Maschen ab. Ihr habt jetzt am Ende der Runde dann insgesamt 36 Maschen gehäkelt. Jetzt kommen wir auch schon zu unserem zweiten Farbwechsel. Den blauen Faden, den schneide ich jetzt einfach ab. Den brauche ich nicht mehr. Da werde ich den Endfaden gleich direkt mit einhäkeln. Und dann macht ihr euch wieder eine Anfangsschlaufe mit eurer dritten Farbe. Geht dann in die letzte feste Masche, die ihr gehäkelt habt, rein. Zieht dann den Anfangsfaden durch. Und dann macht ihr wieder eine Luftmasche, um das Ganze zu fixieren. In dieser Reihe häkeln wir jetzt wieder feste Maschen und Picot-Maschen im Wechsel und achtet darauf, dass ihr dann jetzt auch direkt den Endfaden bzw. den Anfangsfaden mit einhäkelt. Dann müsst ihr das später nicht noch extra vernähen. So, ich habe jetzt hier wieder angefangen mit dem Wechselhäkeln. Also eine feste Masche habe ich schon gemacht. Das ist dann jetzt hier meine erste Picot-Masche. Das mache ich jetzt hier wie immer auch die ersten 9 Maschen ganz normal im Wechsel und danach kommt dann wieder unsere Zunahme. In dieser Reihe wird jetzt jede 6. Masche verdoppelt. Das bedeutet, die ersten 5 Maschen häkelt ihr jetzt noch genau nach dem Schema weiter. Immer eine Picot-Masche, eine feste Masche, immer im Wechsel. Und die 6. Masche wird dann verdoppelt. Also hier ist jetzt gerade meine 3. In die 4. Masche kommt dann jetzt eine feste Masche rein. Dann die 5. ist wieder eine Picot-Masche. Und die 6. Masche, die wird jetzt verdoppelt. Da macht ihr dann zuerst eine feste Masche. Und dann stecht ihr in dieselbe Masche noch einmal ein und macht dort eine Picot-Masche rein. Musik.
Die nächsten 5 Maschen werden dann jetzt wieder einfach gehäkelt, aber weiterhin immer im Wechsel. Eine feste Masche, eine Picot-Masche. Und die 6. Masche verdoppelt ihr dann wieder. Hier bin ich jetzt wieder bei der 6. Masche angekommen. Die wird jetzt wieder verdoppelt. Da macht ihr dann erstmal eine Picot-Masche rein. Dann stecht ihr in dieselbe Masche nochmal und macht dann dort eine feste Masche rein. Und die nächsten 5 Maschen, die werden jetzt wieder einfach gehäkelt. Und dann habt ihr in der 6. Masche dann eure letzte Zunahme. Euch bleiben jetzt wie immer noch 9 Maschen in dieser Reihe übrig und die häkelt ihr jetzt wie gewohnt jeweils einfach immer im Wechsel. Am Ende dieser Reihe habt ihr dann jetzt insgesamt 39 Maschen. Und so sieht das Ganze dann aus. Es nimmt jetzt schon so langsam Form an. Ihr macht dann jetzt wieder eine Luftmasche und wendet eure Arbeit. Und in dieser Reihe werden wir jetzt wieder nur mit festen Maschen häkeln. Das heißt, wie gewohnt macht ihr jetzt erstmal die ersten 9 Maschen ganz normal mit einfachen festen Maschen. Und danach haben wir dann unsere Zunahme. So, die 9 Maschen sind gehäkelt. Jetzt beginnt unsere Zunahme. Und zwar werden wir in dieser Reihe jede 7. Masche verdoppeln. Das bedeutet, die nächsten 6 Maschen häkelt ihr jeweils wieder ganz normal weiter. Eine feste Masche pro Masche. Und in die 7. Masche kommt dann eine Zunahme. Da häkelt ihr dann 2 feste Maschen rein. Hier habe ich jetzt meine erste Zunahme. Also in diese Masche häkel ich jetzt 2 feste Maschen rein. Das war die erste feste Masche und dann stecht ihr in dieselbe Masche nochmal ein und macht eine 2. feste Masche. Die nächsten 6 Maschen werden jetzt wieder einfach gehäkelt. Und in die 7. Masche kommt dann jetzt die 2. Zunahme. Danach die nächsten 6 Maschen dann wieder ganz normal einfach häkeln. Und in die 7. Masche macht ihr dann jetzt eure letzte Zunahme für diese Reihe. Dann habt ihr wie immer noch 9 Maschen jetzt in dieser Reihe übrig und die häkelt ihr ganz normal in festen Maschen ab. Am Ende dieser Reihe habt ihr dann jetzt 42 Maschen gehäkelt. Dann macht ihr eine Luftmasche, wendet die Arbeit und jetzt kommt schon unsere letzte Reihe. Hier haben wir dann wieder feste Masche und Picot-Masche im Wechsel. Die feste Masche habe ich schon gemacht, jetzt kommt hier meine erste Picot-Masche. Und auch hier häkelt ihr jetzt erstmal die ersten 9 Maschen ganz normal im Wechsel, jeweils eine feste Masche und dann eine Picot-Masche. Dann kommen wir zu unseren letzten 3 Zunahmen. Und zwar wird in dieser Runde oder Reihe jede 8. Masche zugenommen. Das heißt, die ersten 7 Maschen häkelt ihr jetzt ganz normal noch nach dem Schema weiter eine feste Masche, eine Picot-Masche. Und dann gleich in der 8. Masche habt ihr dann die erste Zunahme. Bei der ersten Zunahme der Reihe häkelt ihr dann zunächst eine feste Masche und stecht dann in dieselbe Masche noch einmal ein und macht dann dort eine Picot-Masche rein. Die nächsten 7 Maschen werden dann jetzt ganz normal wieder einfach im Wechsel gehäkelt. Und bei der 2. Zunahme habt ihr dann zuerst eine Picot-Masche, dann stecht ihr in dieselbe Masche noch einmal ein und macht dann dort eine feste Masche. Dann die nächsten 7 Maschen wieder ganz normal im Wechsel einfach häkeln. Und bei der letzten Zunahme häkelt ihr dann wieder zuerst eine feste Masche, stecht dann in dieselbe Masche noch einmal ein und macht eine Picot-Masche. Jetzt habt ihr wieder noch 9 Maschen in dieser Reihe übrig und die häkelt ihr ganz normal im Wechsel ab.
Ihr habt dann jetzt am Ende der Reihe insgesamt 45 Maschen gehäkelt und das Gleiche macht ihr jetzt bis zu diesem Punkt noch einmal, dass ihr dann halt zwei Teile habt und so sieht das Ganze dann aus. Das müssen wir jetzt eben noch zu einem Kissen zusammenfügen, deswegen zeige ich euch jetzt noch einen Teil, der dran gehäkelt wird. Allerdings wird dieser Teil dann jetzt nur an ein Stück dran gehäkelt. Dafür macht ihr dann bei einem der Teile noch eine Luftmasche, dreht die Arbeit um und jetzt häkelt ihr einfach in festen Maschen komplett das Kissen entlang. Also in jede Masche kommt eine feste Masche rein und am Ende der Reihe habt ihr dann weiterhin 45 Maschen. Das Ganze wiederholt ihr jetzt noch ein zweites Mal. Also ihr macht dann wieder eine Luftmasche, dreht um und häkelt dann einfach jetzt in jede Masche eine feste Masche rein, sodass ihr am Ende der Reihe dann weiterhin 45 Maschen habt. Wenn ihr dann jetzt diese beiden zusätzlichen Reihen noch drumherum gehäkelt habt, dann könnt ihr den Faden jetzt abschneiden. Und dann werden wir nämlich die beiden Kissenteile jetzt zusammennähen. Dafür legt ihr dann die beiden Teile rechts aufeinander, also dass diese Picot-Bommelchen eben nach innen sind, dass die sich gegenüberschauen. Dann stecht ihr jetzt bei beiden Seiten in die erste Masche ein, holt euch einen neuen Faden, zieht diesen dann durch und macht dann eine Luftmasche, um das Ganze zu fixieren. Und jetzt geht ihr einfach nochmal durch beide Maschen hindurch und häkelt das Ganze dann mit festen Maschen zusammen. Achtet darauf, dass ihr dann auch immer die richtige Masche auf der richtigen Masche draufliegen habt, dass das Ganze eben schön ordentlich aussieht. Und die Endfäden könnt ihr dann in diesem Schritt direkt mit einhäkeln. Wenn ihr einmal rum seid, dann könnt ihr den Faden jetzt abschneiden, gut verknoten. Und ich verstecke den Endfaden jetzt hier noch so ein bisschen, damit der nicht im Weg ist. Also dafür ziehe ich den dann einfach durch ein paar Maschen hin und her und verknote ihn dann nochmal. Jetzt könnt ihr euer Kissen dann umstülpen, dass ihr die richtige Seite nach außen habt. Und jetzt müssen wir noch den Boden zusammenhäkeln. Ich mache dann jetzt erstmal alle Fäden, die ich jetzt hier noch so überstehen habe, nach innen. Und dann steche ich jetzt in die dritte Reihe von meinem lilanen Faden. Also das war die letzte Reihe, wo wir dann unsere letzte Zunahme hatten. Und mache dann meinen weißen Faden wieder dran, weil ich habe mich dazu entschieden, dass ich den Boden dann in weiß mache. Und dann häkel ich jetzt bis zur gegenüberliegenden Seite, einfach auch nur in festen Maschen. Dann macht ihr eine Luftmasche, wendet die Arbeit und das Ganze macht ihr jetzt einfach nochmal. Also den Boden geht ihr dann jetzt komplett wieder nochmal entlang und häkelt dann nochmal mit festen Maschen drüber. Und das Ganze machen wir dann noch ein drittes Mal. Dafür macht ihr dann eine Luftmasche, dreht die Arbeit und häkelt einfach nochmal in festen Maschen bis zum Ende. Wenn ihr die drei Reihen gehäkelt habt, dann könnt ihr jetzt das Ganze mit der Füllwatte stopfen, dann den Boden einfach nach vorne umklappen, dann fädelt ihr den Faden von eurem Boden einmal auf die Stopfnadel auf und häkelt diesen Boden dann jetzt einfach noch am restlichen Teil des Kissens an, sodass das Kissen dann eben komplett geschlossen ist. Denkt auch dran, da an den Seiten die Löcher zuzumachen. Da muss der Boden dann eben auch an der Seite befestigt werden, dass die Füllwatte nicht raus kann. Und dann seid ihr mit eurem Projekt auch schon fertig. Dann ist euer Kissen fertig.
Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Nachmachen. Wenn euch die Anleitung gefallen hat, dann hinterlasst dem Video doch gerne mal einen Daumen nach oben und abonniert auch meinen Kanal, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Bis zum nächsten Mal.